Guten Tag und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem CeBIT-Magazin, heute wieder live vom Messegelände in Hannover. Wenn Sie zu Hause Informationen brauchen, vielleicht machen Sie es dann auch noch so, Sie gehen ganz einfach ins Bücherregal, ziehen sich ein Lexikon raus und schauen nach. In Zeiten des Internets muss das nicht mehr sein, da nutzen mittlerweile viele die Suchmaschinen. Und das ist heute auch das Schwerpunktthema bei uns, Internet für jedermann. Außerdem ist Olaf Kaune unterwegs, der hat wieder ein unmögliches Wort sich zusammengesucht und ist damit durch die CeBIT-Hallen geschlichen. Aber zu Beginn, da wollen wir auf die Werbung gehen. 500 Millionen Werbemails werden pro Woche auf Internetnutzer ausgeschüttet, kann man fast sagen. Das ist eine unglaubliche Menge. Die meisten von ihnen kommen aus den USA und werden deshalb auch Spam genannt. Eine deutsche Expertenkommission, die hat sich jetzt allerdings zusammengesetzt und hat gesagt, wir kämpfen zusammen mit unseren deutschen Internet-Usern dafür, dass dem bald ein Ende bereitet wird. Was dabei rausgekommen ist, das hat Nils Kicker jetzt. Von wegen auf sich allein gestellt, verloren in der weiten Welt der Daten. Endlich nimmt sich jemand ein Herz und gründet die Anti-Spam-Taskforce. Wie lange bist du noch verfolgt worden von ständigen Werbe-E-Mails, die keiner haben will? E-Müll, der ganz einfach in deinem Postfach landet. Spam-Mails, die dein Postfach überquellen lassen. Nein, du willst es nicht mehr. Wie gut, dass sich endlich jemand dieses Problems annimmt und handelt. Der Verband der deutschen Internetwirtschaft, kurz Ecoforum e.V., forscht für dich mit seinen insgesamt 4 Expertenkomitees unerbittlich. Nach Mitteln und Wegen, nicht nur mit Software, sondern auch technisch, dem E-Müll endlich ein Ende zu machen. Denk doch mal, wie gut das mit dem Müll schon im Alltag klappt. Ja, das geht doch. Und die Anti-Spam-Taskforce macht echte Fortschritte. Sie strebt den Ausbau der internationalen Allianzen und die Ausprägung von Schnittstellen mit anderen Anti-Spam-Initiativen an und alles, damit du nicht mehr das Gefühl hast, von Werbemüll aus dem Netz verfolgt und belästigt zu werden. Flankierend wird aus Sicht der Wirtschaft eine Bestandsaufnahme der geltenden und in der Diskussion befindlichen Rahmenbedingungen vorgenommen, um politische Entscheidungsträger mit Erfahrungen aus praktischer Sicht zu unterstützen. Eine hundertprozentige Wirksamkeit von Maßnahmen der Internetwirtschaft gegen Belästigung durch E-Mails kann es aber nicht geben, sagen die Experten jetzt schon. Dennoch sind Spam-Mails rechtlich zulässig. Deshalb wird ein White Paper verabschiedet, das mit Maßnahmen gespickt sein wird, damit du nicht mehr von E-Müll belästigt wirst. Bist du jetzt fertig? Ja, Entschuldigung, ich wollte das ja auch nur erklären. Ja, die war ja zu Recht richtig genervt. Gestern hatten wir hier Thomas Stein zu Gast, einer vom Jury-Quartett von Deutschland sucht den Superstar. Und einer seiner Kollegen, der hat jetzt auch den Weg zur CeBIT nach Hannover gefunden. Normalerweise hängt er so als Wackelfigur oftmals vorne in den Frontscheiben von Autos. Ganz dynamisch hat ihn Sondrin Harder erwischt und ihn gleich als Promi geflasht. Deutschlands breitestes und bekanntestes Lachen, natürlich das von Dieter Bohlen. Er lächelt, wann immer es ihm gesagt wird und ist auch sonst gut drauf und überall dabei. Er verkauft das Produkt Dieter Bohlen perfekt und charmant und streut gerne seine Weisheiten unter das begeisterte Volk. Moin Dieter, ich kann das erste Mal sagen, ich sehe blau, ohne Alkohol getrunken zu haben. Und Dieter Bohlen entpuppt sich als perfekter CeBIT-Besucher. Er hat voll den Durchblick und braucht einfach alles. Ich bin total vernetzt und verkabelt und wireless und ich weiß nicht was. Ja, nee, also natürlich bin ich jetzt der Super-Crack, aber ich meine, ich führe ein sehr mobiles Leben. Ich bin eigentlich kaum einen Tag an demselben Ort und deshalb ist für mich das Arbeiten mit Handy, Laptop und alles, was es gibt, für mich eine wahnsinnige Erleichterung. Und ich kann ohne dieses ganze Zeug kann ich nicht leben. Da, wo Dieter Bohlen heute schon ist, wäre er bald gerne. Popsänger, Newcomer und Teenie-Star Patrick Nuvo. Sein Versuch, für Deutschland beim Grand Prix zu starten, hat nicht geklappt. Macht nichts, sagen die Fans. Ein paar Ohrwürmer hat er schon gesungen und eine Platte aufgenommen auch. Da fehlt ja nur noch die Tournee dazu. Feste Daten gibt's noch keine. Aber er verrät, dass die Tour dann nicht nur in Deutschland stattfinden würde, nein, auch weiter weg im fernen Osten. Wieso gerade Asien? Weil ein Kumpel von mir da im Urlaub war und mich angerufen hat und meinte, hey, ich habe deine Nummer gerade im Radio gehört und ich so, was? Und anscheinend ist es da auch sehr erfolgreich und ja, Asien, Malaysia, Thailand und so weiter und so weiter. Und wer so hochfliegende Pläne schmiedet, hat natürlich nur ganz wenig Zeit und muss gleich wieder weg. Zum Glück gibt's aber einen Fotobeweis.
Ja, schönes Foto. Elektronik ist ja bekanntermaßen empfindlich. Und wer schon mal sein Frühstückskaffee in die Computertastatur entsorgt hat, der weiß, dass danach gar nichts mehr geht. Zu den ganzen Edelgeräten gibt es mittlerweile aber auch sogenannte Outdoor-Versionen. Die sollen unverwüstlich sein. Ob sie sind, hat Tim Schlüter getestet. Also ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal mit Ihrem Laptop in einem Mähdrescher über ein Kornfeld gefahren sind, aber sicher ist, mit diesem Gerät könnten Sie es tun. Es ist das Toughbook, also ein starkes Laptop von Panasonic. Und bei diesem Gerät sind die Bauteile so speziell versiegelt, dass das Laptop solchen Extrembedingungen standhalten kann. Diesem Gerät im zusammengebauten Zustand könnten Sie zum Beispiel auch noch bei 24 Stunden Dauerregen Briefe schreiben, wenn Sie das denn wollen. Die Festplatte hat eine eingebaute Heizung, sodass das Gerät auch noch bei minus 20 Grad betrieben werden kann. Jetzt fragen Sie mich, wer braucht sowas? Kann ich Ihnen sagen, zum Beispiel der ADAC. Die haben gerade 1700 dieser Geräte geordert und das ist vielleicht auch ganz gut so, wenn Sie mit Ihrem Auto bei minus 20 Grad auf der Autobahn liegen bleiben. Warum ist das so? Nun, der Verein weiß natürlich, dass moderne Motoren mit moderner Elektronik auch moderne Hilfsgeräte brauchen, um dann mal zu helfen, wenn sie zum Beispiel eine Panne haben. Diese Laptops haben noch einen weiteren Vorteil. Normalerweise gehen die ADAC-Mitarbeiter ja sehr sorgfältig mit technischem Gerät um. Bei diesem Gerät müssen sie das aber gar nicht. Es ist nämlich außerdem auch noch sturzsicher. Das haben uns zumindest die Ingenieure von Panasonic versichert und wir dürfen es sogar fallen lassen. Auch wenn ich da immer ein bisschen vorsichtig bin, ich denke immer, es ist vielleicht mein Laptop, aber hier geht es tatsächlich und das wollen wir Ihnen natürlich auch mal zeigen. Schauen Sie mal. Ja, und das Gerät soll jetzt tatsächlich noch funktionieren. Das wollen wir mal überprüfen. Und man sieht also tatsächlich, es läuft noch das Programm und ich weiß nicht, ob Sie es hören können, es spielt sogar noch Musik. Weitere solcher taffen, also robusten Geräte hat Larissa Scheler für Sie zusammengestellt. Mit dem Navigationssystem Allen Map können Sie auch gerne 30 Minuten baden gehen bis 1 Meter Tiefe, sagt der Hersteller. 12 Satellitenkanäle sorgen dafür, dass Sie zuverlässig Ihren Weg aus dem Wasser finden. 12 Stunden soll der Akku halten. Ganz schön tough kommt auch das neue Siemens-Handy M65 daher. Stöße, Staub und Spritzwasser stören dieses Telefon überhaupt nicht. Alle Anschlüsse sind mit Gummiabdeckungen geschützt. Die könnten allerdings leicht verloren gehen. Für alle Fahrradfreaks, dieses Handy kann sich in einen Tachometer verwandeln. Ohne zusätzliche Software, Routenplanung inklusive, endlich mal was Nützliches. Auch wenn Sie Ihr Laptop vielleicht nicht in Extrembedingungen draußen verwenden, einen Vorteil haben diese robusten Outdoor-Geräte. Sie überstehen nämlich auch einen handelsüblichen Bürounfall. Ich gebe Ihnen nur einen Rat, machen Sie sowas bitte, bitte nicht mit Ihrem Laptop zu Hause. Vorhin haben wir ja kurz den Cebit-Auftritt von Dieter Bohlen aus Tötensinn gesehen. Und der Mann ist ein wahrer Dauerbrenner in seiner Branche. Und seine Modern Talking Songs, die gelten mittlerweile als Klassiker. Genau das sind auch die Filmschnipsel aus vergangenen Messetagen. Hier sind die Cebit Classics. Hier in der Halle 14 im Computercamp hat man allerdings das Gefühl, dass die Zukunft bereits Gegenwart geworden ist. Junge Leute zwischen 10 und 20 Jahren zeigen hier nämlich, dass sie mit Computern genauso selbstverständlich umgehen wie mit der Zahnbürste oder dem Transistorradio. Der Computer, dein Freund und Helfer, der heute zum Friseur geht, um sich eine neue Frisur verpassen zu lassen, weiß bei der Vielfalt der modischen Möglichkeiten ja oft nicht, wie er sich entscheiden soll. Mit Kamera und Computer kann er sich nun ohne Risiko und ohne viel Arbeit die unterschiedlichsten Haarmethoden elektronisch aufsetzen lassen. Hightech bestimmt fast überall das Bild der Cebit. Triumph Adler stellt als Weltneuheit erstmalig eine professionelle Schreibmaschine vor, die mit einem PC kombiniert ist. So werden die Sekretärinnen auf ideale Weise mit der Welt der Personal Computer und allen ihren Möglichkeiten vertraut gemacht. Denn die gewohnte Schreibmaschinentastatur bleibt erhalten. Ja, das waren noch Zeiten. Jetzt kommen wir allerdings zum Schwerpunkt unserer heutigen Sendung. Internet, das kennt jeder. Viele nutzen es. Andere surfen auch einfach nur so ein bisschen im Internet herum. Ganz einfach zu Hause Kabel in die richtige Buchse stecken und schon geht's los. Doch das scheint mittlerweile Technik von gestern zu sein, denn das Ganze geht mittlerweile auch mit WLAN. Schön ist natürlich, wenn das Ganze auch funktioniert. Und dazu haben wir jetzt auch einen Film bereitet. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Wir möchten hiermit jetzt sofort ins Internet. Ich
wir damit ins Internet? Wie geht das? Ja, also als Grundvoraussetzung wäre erstmal, dass wir ein 56K-Modem oder eine ISDN-Karte eingebaut haben. Und dann brauchen Sie einen Provider, wo Sie entsprechend einen Zugang darüber erhalten, mit Kennung, Passwort. Und so kommen Sie dann ins Internet. Oder Sie kaufen sich von unserem niegelnagelneuen neues Centrino-Notebook, welches auch über WLAN verfügt. Und mittlerweile wird dies hier zum Beispiel in der Halle oder an Flughäfen zur Verfügung gestellt, wo Sie darüber surfen können. Centrino, WLAN, surfen. Das ist eine tolle Sache. WLAN habe ich auch schon mal gelesen. Damit soll man also ins Internet können. Ist nur die Frage, was für Technik brauche ich wieder, damit das überhaupt klappt. Und kann mir das endlich mal einer klar machen, damit ich das auch kapiere? Wir brauchen entweder einen Provider oder so einen Hotspot. Wie gesagt, es gibt Provider, die bieten Hotspots an. Mag sein, dass einige Hotspots gesetzt haben. Provider, Hotspot. Das habe ich auch schon mal gehört. Da soll man sich mit seinem Laptop irgendwo hinsetzen können und ohne Kabel an eine Dose ins Netz kommen. Na, da bin ich mal gespannt, ob die hier meinen Laptop auch ins Netz kriegen. Immerhin sind die ja zu viert. Ich glaube ja nicht. Und sonst nehme ich einfach den von dem netten Mann da, der mir gezeigt hat, wie das gehen soll. Dann können wir noch tauschen. Sie kriegen meinen, ich nehme hier. So, hier für die Vorführung gerne. Ja, danach hätte ich ihn aber gern wieder. Naja, ein Versuch war es wert, oder? Und zu Gast zu diesem Thema bei uns im Studio ist Harald Fritsche von der Zeitschrift Computerbild. Herr Fritsche, gerade haben wir gesehen, ist anscheinend doch nicht ganz so einfach, was uns da immer versprochen wird. Ja, es gibt schon noch so ein paar Hindernisse beim Thema mobil ins Internet gehen. Ich muss tatsächlich erstmal einen Punkt haben, wo ich hin kann, wo diese Informationen auf mein Notebook gesendet werden per Funk. Und die Reichweite ist da leider sehr begrenzt. Das sind derzeit so 100 bis maximal 300 Meter. Kann man das so ein bisschen vergleichen auch mit der damaligen Erstausstattung beim Mobilfunk? Da gab es ja auch Funklöcher, das hat auch nicht überall geklappt. Ja, das ist definitiv noch so. T-Mobile wirbt ja hier auf der Messe damit, dass bis zu 4000 dieser sogenannten Hotspots bis Jahresende verfügbar sein sollen. Aber das ist halt immer noch relativ wenig und es ist längst nicht so, dass ich jetzt in jedem Dorf oder in jeder kleineren Stadt dort auch mobil ins Internet komme. WLAN verspricht dann nur die unendliche Freiheit. Wer braucht diese Freiheit denn tatsächlich? Ja, es ist ja eine Technik, die nicht nur für unterwegs brauchbar ist, denn ich kann es ja auch zu Hause nutzen, indem ich beispielsweise, wenn ich mehrere Rechner habe, mir dort einen Internetzugang teile und dann eben drahtlos diese Internetinformationen im Haus an mehrere PCs verteile. Ich muss also nicht mehr Wand aufdübeln, dort Kabel verlegen, all diese Geschichten. Das ist schon ganz nett und praktisch. Jetzt vielleicht noch eine Geschichte zu den Kosten, weil WLAN ist eine neue Technik und in der Regel sind neue Techniken relativ teuer. Ist das hierbei auch so? Sie müssen natürlich investieren in die Geräte erstmal selber. Das sind so 200 Euro für eine Basisstation, die Sie zu Hause brauchen, oder eine Karte im Notebook, um die Sachen zu empfangen zu können. Die Gebühren sind zu Hause ganz normal. Da haben Sie Ihren normalen Internetanbieter. Da kommen keine Zusatzkosten. Wenn Sie unterwegs sind, gibt es Anbieter, die machen das kostenlos. Das ist natürlich prima, aber das sind leider sehr wenige. Das kann hochgehen bis zu rund 7, 8 Euro pro Stunde. Also nicht unbedingt ganz billig. Und deswegen ist es vielleicht auch kein Wunder, dass noch nicht jeder Internet und WLAN benutzt. Die besondere Gruppe der Menschen bei uns, die das nicht tut, das sind ältere Menschen. Obwohl, man muss einfach sagen, auch im Alter kann man alles lernen. Das hat auch eine Gruppe getan, die Larissa Scheler jetzt beguckt hat, die sogenannten Silberlinge. Am Internet interessiert mich hauptsächlich, dass ich mit der Welt zusammenkomme. Ich kann also Sachen erfahren, die habe ich nicht im Lexikon. Tja, ja, das ist ein Wahnsinn ohne Ende. Das ist wirklich ein Wahnsinn ohne Ende. Die ersten Schritte im Internet, eine neue Wissenswelt, aber auch eine Flut von Daten strömt auf den Benutzer ein. Wo finde ich was? Wie benutze ich überhaupt das World Wide Web? Welche Möglichkeiten bietet es? Die Weiten und Winkel des Internets erkunden viele sogenannte Online-Oldies über Anfängerkurse, zum Beispiel in den Volkshochschulen. Die Kurse dauern rund 10 Wochen und sind wie hier in der VHS Hannover seit Jahren gut besucht. Einmal die Woche geht's an der Hand des Dozenten ins Netz. Wie funktioniert der Internetbrowser? Was ist ein Cookie? Und wozu brauche ich Lesezeichen? Blutige Anfänger, ängstlich, neugierig, mit oder ohne Computer. Hier findet jeder den passenden Kurs. Schon nach wenigen Stunden soll jeder selbstständig im Netz unterwegs sein.
Sogenannte Silver Surfer sind längst weiter. Online einkaufen, chatten, spielen, mailen. Für die Fortgeschrittenen der Generation über 50 Alltag. In Burgwedel haben sich Rentner vor 4 Jahren zu einem Computertreff zusammengetan. Kennengelernt haben sie sich natürlich übers Internet. Die 60- bis 70-Jährigen halten sich gegenseitig auf dem neuesten Stand. Jeder hat andere Interessen. Was für mich sehr wichtig ist, meine Kinder wohnen etwas weiter weg. Und wenn wir das telefonieren, ist teurer als das E-Mailen. Also kriegen Sie so pro Woche so 2-3 Anfragen, wie es zum Beispiel den Enkeln geht. Ja, ich habe einen Computer bekommen, ich wollte da erst gar nicht ran. Und wie ich dann erstmal drin war, das ist wie eine Krankheit. Ich will das Ding heute nicht wieder hergeben. Ich habe jetzt schon den 4. habe einen 9. gekauft und ich arbeite damit. Sämtliche Bankgeschäfte, die ganze Schriftsachen per Mail und so weiter. Mehrmals pro Woche treffen sich die Rentner zu Internet- und EDV-Kursen ohne Lehrbuch. Learning by doing, längst über die Anfänge hinaus. Textverarbeitung, Virenschutz, Downloads, jeder trägt was zu den Themen bei. Auf den Internetzugang zu Hause will von den Clubmitgliedern keiner mehr verzichten. Auch virtuell treffen sich die Burgwedler auf ihrer eigenen Homepage und in der Community. Fürs Internet ist es eben nie zu spät. Ja, da können Sie dann mal rein surfen. Bei uns machen wir jetzt weiter mit einem Verlosung. Und zwar ein Präsent haben wir hier für Sie dreimal das Ganze. Das ist eine sogenannte digitale, jetzt muss ich doch nochmal nachschauen, wie das Ganze genau heißt. Music Player, so heißt es. Also viel Musik ist drauf. Sie können dieses Gerät nutzen, um damit Musik aus dem Internet herunterzuladen und natürlich auch abzuspielen und zu hören. Eine prima Sache für unterwegs. Eine gemeinsame Entwicklung von O2 und Siemens. Und der 10., der 20. und der 30. Anrufer, die bekommen ein solches Gerät zugeschickt. Und vorher müssen Sie allerdings noch anrufen. Hier ist die Telefonnummer 0185 11 77 87. So, und jetzt ist wieder Zeit für Olaf Kaune. Der war auch heute wieder mit einem außergewöhnlichen Wort hier in den Hallen auf der CeBIT unterwegs und hat die Besucher getestet. Diesmal geht es um dieses Wort, Webspace-ROM. Voll daneben mit Olaf Kaune. Hallo, liebe Computerfreunde, da sind wir wieder mit einem neuen Begriff aus der Computerwelt. Aber bevor wir den erklären, noch mal ein Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen Ihnen natürlich jeden Begriff immer mit einem schönen Hintergrundbild schmackhaft zu machen. Manchmal ist das Hintergrundbild allerdings so schön, dass es uns selbst in Schwierigkeiten bringt, wenn Sie mal schauen mögen. Wie vom anderen Stern, das soll heute mal unser Thema sein. Hallo, hier bin ich, hier bin ich. Hallo, hallo. Wie von einem anderen Stern, das ist heute mal unser Thema, denn mit unserem heutigen Begriff Webspace ROM. Wenn wir das mit intergalaktischen Worten beschreiben sollen, Webspace ROM, dann würde ich ja sagen, also aufgrund der Duplizität der Ereignisse im Allgemeinen und überhaupt, muss man natürlich sagen, dass, wenn Sie mich so fragen, könnte man natürlich auch meinen, dass. Aber so weit möchte ich überhaupt nicht gehen im Moment, sondern... Würde auch zu weit führen, oder? Würde wirklich zu weit führen. Webspace ROM? Ich bin 한국에서 왔어요. Yeah. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Kommt auch nicht wieder rein. Trotzdem schönen Tag noch. Also wo kommen wir denn dahin? Wo kommen wir dahin? Sie verstehen, was ich meine. Also ich habe Sie blendend verstanden, aber vielleicht kann man es für die Zuschauer vielleicht doch noch mal so ein bisschen, naja... bildhafter darstellen. Sie meinen etwas plastischer. Etwas plastisch, greifbar. Sagt der Intellektuelle, ja. Ja, glaube nein. Haben Sie denn hier im Forschungslabor schon so den einen oder anderen von der Venus kennengelernt? Ja, wir sind uns noch nicht sicher, wie groß der Markt da ist. Wir haben mehrmals Promotion-Agenturen dort gestartet, wenig Feedback bekommen. Es wundert uns eigentlich, weil unser UMTS-Angebot so attraktiv ist, dass es eigentlich darauf schließen könnte, dass man vielleicht auch nicht so eine dichte Bevölkerung hat auf der Venus, wie angenommen. Aber nach 4-5 Tagen Messe ist schon ganz schön leer im Kopf, oder? Leer im Kopf und der Hals funktioniert auch nicht mehr, also... Gute Besserung. Danke, ja. Theorie hin oder her. Ich versuche jetzt hier mal mit der neuen Technologie in fremde Galaxien vorzustoßen. Und meine Damen und Herren, tatsächlich, das klappt aber gut, oder? Bis morgen.
Also bis zur Webspace-Raum dauert es noch ein bisschen. Einkaufen im Internet wird allerdings immer beliebter. Und wer so den richtigen Kick braucht, der klickt einfach mal bei eBay rein. Da gibt es wunderschöne Sachen zu ersteigern. Aber es gibt auch immer wieder ein paar Tipps, wie Sie am besten an das Objekt Ihrer Begierde kommen. Denn das Ersteigern ist nicht ganz so einfach. Dazu gibt es sogar mittlerweile eine besondere Fortbildung. Anfänger zahlen 30, Fortgeschrittene 60 Euro. Und dafür legen sich die eBay-Dozenten richtig ins Zeug. Wer will nicht gewinnen? Ich will gewinnen! Genau darum geht's, ja! Erwachsene drücken noch einmal die Schulbank, denn erfolgreiches Ersteigern will gelernt sein. Wichtige Tipps: erst kurz vor Auktionsende einsteigen und nur krumme Beträge bieten. Setzen Sie sich eine finanzielle Obergrenze, sonst kann das Schnäppchen zur teuren Überraschung werden. Viele neue Dinge habe ich bisher nicht erfahren. Allerdings die wenigen Sachen, die ich erfahren hatte, waren sehr interessant. Man lernt halt immer viele so kleine Tipps und Tricks, auch über die steuerrechtlichen Sachen und so, wie man halt weiterkommt. Das Steuerrecht ist nur für professionelle Händler interessant. Als Gelegenheitsauktionär brauchen Sie es nicht. Anders das Kaufvertragsrecht. Hier muss auch der private Bieter aufpassen. eBay ist zunächst einmal nicht in der Pflicht, weil der Vertrag wird ja geschlossen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. eBay funktioniert ja nur als Marktplatz, als Plattform sozusagen. Auf dem Online-Marktplatz geht es um viel Geld. Da sind auch Betrüger nicht weit. Schutz vor Abzocke, ein wichtiges Thema. Meine Freundin hat schon mal Geld überwiesen, hat dann aber keine Ware bekommen. Ich habe gerade vorhin gehört, dass das ja nur dann bloß ein geringer Prozentsatz ist, was schief läuft. Ich habe schon zweimal Pech gehabt. eBay haftet nur bis 200 Euro. Bei höheren Beträgen empfiehlt eBay einen Treuhandservice, über den Gelder angeblich sicher fließen. Aber auch der hat sich nicht als fälschungssicher erwiesen. Wenn Sie dort einem Betrug aufsitzen, haben Sie juristisch letztlich keine Chance. Eine weitere Gefahrenquelle, das Passwort. Eigentlich dient es als Sicherheitsgarant. Aber wenn es geknackt wird, kann ein Fremder auf Ihre Rechnung einkaufen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass es Nutzer gibt, die haben zum Beispiel einen Nutzernamen Romeo und als Passwort Julia gewählt und wundern sich dann, dass ihr Passwort geknackt worden ist. So geht's natürlich nicht. Gesundes Misstrauen bleibt also angesagt. Also Panik machen muss man nicht haben, Herr Fritsche, jetzt, wenn man bei eBay ersteigert. Also Panik nicht, das ist wie im richtigen Leben. Auch da muss ich natürlich aufpassen, wenn es um höhere Summen geht. Was gibt es denn jetzt aber für ganz Basistipps, wie man sich dann richtig verhält? Wenn es um das Verkaufen geht, sollte man schon darauf achten, dass man vielleicht nicht gerade die Auktion dann enden lässt, wenn wenig Anwender vom Rechner sitzen. Beispielsweise Montagmorgen um 11 ist sicher kein günstiger Termin für solche Sachen. Man sollte das Produkt möglichst ausführlich, möglichst ehrlich auch beschreiben. Und ein Foto ist extrem wichtig, mindestens eins, wenn es geht, vielleicht sogar mehrere, die es aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen, das Produkt, das man verkaufen möchte. Und ansonsten bei ganz teuren Sachen vielleicht auch eine andere Art der Geldübergabe dann wählen vielleicht? Ja, zum einen gibt es den Treuhänderservice bei eBay oder der vielleicht noch bessere Weg, tatsächlich ein persönliches Treffen mit dem Käufer oder Verkäufer vereinbaren, um dort wirklich Ware und Geld persönlich auszutauschen. Dankeschön, Herr Fritsche, für diese Tipps. Spiele, Spiele, Spiele. Viele Computerkids haben davon ja hunderte im Schrank stehen. Und wenn es um Spielen geht, möchten viele gar nicht mehr alleine spielen, sondern sie vernetzen sich dann zu sogenannten LAN-Partys. Diese LAN-Partys finden auch im Internet statt. Der neueste Trend, der geht aber aufs Handy. Spiele, die immer aufwendiger werden. Das hier ist kein einfacher Messestand, sondern die schnellste, bunteste, frechste und rasanteste Spielehölle, die es hier auf der CeBIT gibt. 60 Spieler oder wie man wohl heute sagt, Gamer können hier gegeneinander spielen oder wie man ebenfalls heute sagt, daddeln. Dazu gibt es das Aktuellste, was es an Spielehardware im Moment auf dem Markt gibt. Das ist in diesen kleinen roten Kisten vereint, die schnellste Grafikkarte, schnellste Motherboard, so heißt das heute, was es so gibt. Sie können natürlich noch kleinere Geräte zum Spielen verwenden, zum Beispiel Ihr Handy. Und was es an Spielen für Ihr Handy im Moment gibt, das hat meine Kollegin Larissa Scheler für Sie zusammengestellt. Derek und Harry, die beiden TV-Kultkommissare, starten jetzt ihre zweite Karriere als Handyspiel. Derek ist eins von unzähligen Spielen, das die Telefonanbieter jede Woche neu auf den Handymarkt und zu ihren Kunden bringen. Die Preise liegen je nach Anbieter für die Top-Spiele zwischen 2,99 und 4,99. Obendrauf kommen noch ein paar Cent für die WAP-Übertragung. Je länger es dauert, desto mehr kostet das Spiel letztendlich. Nicht nur Gesprächsminuten bringen also Geld, auch die zuckenden Finger. Auf den Multimedia-Plattformen von O2, Telekom und Vodafone finden sich immer häufiger Ableger von erfolgreichen Videospielen.
Daher der Trend zu hochwertigen und damit teuren Displays. Denn sonst ist das Spielen am Handy nicht zu genießen. Auch die Tastatur ist nicht gerade der Traum aller Gamer. Spielehersteller Yamba präsentiert zum Beispiel auf der Cebit sein neuestes Handyspiel Taxi Fever. Online über die WAP-Funktion können mehrere Taxifahrer um die Wette ihre Fuhren einsammeln. Auch Gamehersteller Elkware will sein erfolgreiches PC-Spiel Sacred ab Mai auf die Handy-Displays bringen. Fragt sich nur, wie viel von solchen Grafiken auf 12 Quadratzentimetern übrig bleibt. Auch in der Spieleszene dieser Computerspiele hat sich ja inzwischen echtes Profitum herausgebildet, so wie im Tennis oder beim Golf. Das heißt, man kann mit dem Daddeln, mit den Spielen sogar tatsächlich Geld verdienen und die Spieler sind sogar Stars. Am Wochenende waren die ersten 5 der Weltrangliste hier und haben gespielt wie ich und waren dabei von Autogrammjägern umlagert. Für Sie, liebe Eltern, wenn Sie feststellen, dass Ihr Kind zu viel spielt, Sie haben jetzt also 2 Möglichkeiten. Entweder sagen Sie Schluss damit, jetzt werden ab sofort nur noch die Hausaufgaben pünktlich gemacht, oder aber Sie sagen, lern es richtig, nimm dir einen Trainer und dann kannst du damit wirklich Geld verdienen. Ja, die einen, die feiern dann diese LAN-Partys, aber anderen geht die Post richtig an den Ständen ab, nach dem Motto, wer viel arbeitet, darf auch viel feiern. Herr Ort, das ist doch der Mann mit der Amateurkamera, der sich ab und zu hier über die Messe schleicht und der hat entdeckt, dass Partys auch noch ganz woanders abgehen. Heute ist Ortswelt mal ganz bayerisch. Auf der Cebit präsentieren sich über 6000 Aussteller aus über 60 Ländern. Aber richtig frischen Wind in die IT-Branche bringt eigentlich nur ein Land. München. Yeah! Aua, vielen Dank auch. Aber wahrscheinlich ist der Zeltkaruso noch nicht warm gesungen, ist ja auch erst nachmittags. Wir warten auf Gäste. Zu wenig los hier? Zu wenig los, ja. Oh. Ah, aber da sind doch schon welche. Chinesen, die haben die Haxen dicke und finden das total toll. Chisau? Ja. Chisau? Also, Maxe heißt da Chisau. 3000 Mal Chisau, bitte, aber erst abends. Und Biel, bitte, viel Biel. Stimmt das? Meinst du, dass die Japaner so schnell betrunken sind? Ja, die vertragen das nicht. Die trinken eine Maß und sind sofort betrunken. Na komm. Oh, oh, das hier könnte was werden. Aber hier gibt's nicht nur welche aus Fernost. Da hinten unten, die gelbe Reihe, das sind Schweden und die können ja auch, wenn sie dürfen. Aber Fernost ist schneller breit und auf der Bühne. Da drehen die dann richtig ab und auf. Alter Schwede, damit haben die sicher nicht gerechnet. Und er hier? Sicher auch nicht. Würde mich mal interessieren, was der zu Hause erzählt. Egal, ich habe immerhin 2 Dinge gelernt. Erstens, ich weiß nun, was IT im Begriff IT-Branche wirklich heißt. Internationales Trinken. Und zweitens, Taiwan ist überall. Ja, kräftig feiern sie, die Lieben. Das war das Cebit-Magazin für heute. Wir feiern dann erst morgen, denn morgen gibt es noch mal eine Ausgabe Ihres Cebit-Magazins. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei sind. 13.30 Uhr ist dann die richtige Uhrzeit, um einzuschalten. Morgen geht es noch einmal um die Technik der Zukunft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.